Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Banished, Folge 11 aus den UFOMAN Studios in Berlin. Gesprochen und moderiert von dem UFOMAN, in Independent-Kreisen auch Meister UFO genannt. Ihr könnt mich liken bei Facebook. Habe ich oben im Banner verlinkt. Schon seit einiger Zeit. Wundert euch nicht, da steht dann aber nicht UFOMAN LP, sondern Meister UFO, weil das ist die Privatseite von Meister UFO. Vielleicht mache ich mal noch eine Facebook-Seite UFOMAN Studios Berlin oder so, aber da geht mir Facebook gleich um den Sack, weil die dann denken, das ist kommerziell und dann wollen die irgendwelche Prozente und Gelder und so weiter, die Penner. So, Town Hall, Wells, Schulz, Hospitals, nein, das will ich nicht, das will ich. Was, gibt's verschiedene Kapellen? Nö, es gibt ja nur eine. Berufe will ich wissen. Berufe. Wo finde ich denn Berufe? Berufe. Building and Constructions. Vielleicht kann ich ja, wenn ich hier reingehe, dann hier könnte ich bei dem Trader. So, nee, ey, das ist nur allgemeine Info für Building and Constructions. Ich suche nämlich, hier, guck mal, Topic, was ist denn das? Hier, können wir nochmal, ach, das ist ja cool, ist ja viel übersichtlicher, ha. Credits, Eisen, Trees, Quarries, Mines, Taverns, Tailors, Foresters, Town Halls, ja, Trailers, Foresters, und wo sind hier die, doch, Traders, oder waren die da, Trader? Taylors, Schneider. Nein. Ich bin Trader. Habe ich ja einen Schneider eingesetzt? Nee, zwei Trader. Ich will was über Trader erfahren. So, okay, ich gebe auf. Ich habe keinen Bock mehr. Lass das mit den Tradern. Weiter geht's. Mal ein bisschen langsamer machen. Ich mache mir hier gerade Sorgen mit den Lebensmitteln. Wir haben jetzt frühen Herbst. Frühherbst sozusagen. Es ist schon wieder einer gestorben am Essen, oder was? Nein, ist an Altersschwäche gestorben. Die Wellendi-Dai, oder der Wellendi, ein Förster, okay. 10, okay. Bilderer können wir mal ein bisschen runterschrauben, glaube ich. Und, oder noch ein bisschen. Können wir noch Gatorer neu einsetzen, würde ich mal machen. Wegen der, das sind doch die, die unser Futter besorgen, wa? Genau, und der Herbalist. Herbs haben wir aber auch genug, wa? Ja, Herbs haben wir erstmal genug. So, dann hoffe ich mal, dass hier bald mal ein Trader kommt. Mal gucken, ob da ein Geräusch ist. Und Klingling. Guck mal hier. Jetzt können wir aber hier nichts machen, wa? Hühner können wir machen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen was anderes machen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Hühnerstall haben wir ja schon. Oder? Wo ist denn der? Ah, guck mal hier, der ist voll, der Speicher hier. Wir werden mal hochsetzen auf 600, auf 700, okay. Das Limit hier. Ich hoffe, das wurde hier dann auch hochgesetzt. Ja, das ist allgemein, also für alle Holz, für alle Gebäude in der Richtung. So, wie sieht's denn hier aus mit dem Forester? Wurde der jetzt fertiggestellt? Hat der schon, ja, okay, Hunting-Kabin, genau. Dann können wir hier mal gleich, weil wir ja Nahrung auch suchen, würde ich dann mal hier ganz radikal noch einen Gatorer hinstellen. So, den können die mir gleich bauen. So. Was könnte man hier noch hinstellen? Herbalist, würde ich mal im Moment mich noch ein bisschen, wozu brauchen wir so viele Herbalisten? Warte mal, was wollt denn hier noch hin? Ein Förster müsste da noch hin. Ein Förster. Ja, ein Herbalist. Haben wir den Herbalist zweimal? Nö. Doch, hier haben wir. Gatorers hat. Ach so, der Herbalist ist ja, ah, okay. Woodcutterer brauchen wir nicht. Einen Förster könnten wir uns noch hier hinstellen. Aber lass uns doch mal den Förster einfach mal. Nee. Würde ich den Förster mal hier hinstellen. So. Zack.
dann würde ich hier sogar noch mal glatten Weg hinbauen. So langsam könnten wir tatsächlich mal anfangen mit. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist das Fundament vom First her? Hier. So. Könnten wir eigentlich mal langsam auf Stein. Wir könnten mal, warte mal, wir stellen mal noch mehr Stonecutterer ein. Zwei Stück. Hier geben wir noch einen runter. Und dann könnten wir auch demnächst mal Steinwege bauen. Hier zum Beispiel würde ich einfach mal einen Steinweg bauen. So. Hier sieht man nur leider nichts. Warte mal, da werden wir mal noch ein paar Bäume weghacken. Das war da ein bisschen. Ach so, okay. Das war da ein bisschen mehr sehen. So. Na, wo ist hier unser Fundament? Die sind aber auch schlechte Sichtbedingungen hier. Gut, dann mal, lass uns mal hier alles wegmachen, dass wir da ein bisschen mehr sehen. So. Das ganze Zeug hier kann weg. Ups. So. Ah, da fällt mir ein, bei dem Thema, das ganze Zeug kann weg. Guck mal, das muss aber auch weg hier. Fällt mir gerade ein, wir müssen ja jetzt natürlich auch mal, sag mal, ist ein Trader gekommen? Nee. Ich hoffe, dass man da mal so eine Bim-Bim-Schiffsglocke hört, wenn der Trader kommt. Hoffe ich mal ganz stark. So, Lebensmittel hält sich in Grenzen, hält sich in Grenzen. Was ist hier los? Haben wir keinen Schüler mehr? Ach, ein Hospital. Zack. Ein Arzt. So, sehr schön. Jetzt haben wir noch einen Arzt eingestellt. Dann wollte ich hier mal gucken, wie es hier aussieht mit unseren. Okay, 3%. 3%. 2%. Was? So wenig? Warum ist da so wenig drin? Leder und ein bisschen Getreide. Ist ja nicht viel, wa? Wie sieht's denn aus mit dem Blacksmith? Wo war denn der? Hier haben wir den, der arbeitet. Okay. Gatorbar. Hunting Cabin. Hunting Cabin, ein Hunting Cabin. Was ist bei ihm hier? Ach, das Limit. Okay, setzen wir mal das Limit hoch. In der Forester Lounge auf 400. So. Ach, jetzt wird es wieder Winter. Wir haben nicht so viele Nahrungsmittel. Kommen eigentlich im Winter auch Trader, würde mich mal interessieren. Naja, wenn es hier alles dann eingefroren ist, haben wir eh einen Scheiß. Guck mal, was die da bei dem Trader an Holz hingelegt haben, ist ja unglaublich. Warum machen sie sowas denn? Ach so, weil sie hier auch abgebaut haben. Na gut. So. Ihr könnt es eigentlich da liegen lassen. Komm, lass uns doch mal bei dem Trader. Nee. Wir könnten natürlich auch noch einen Blacksmith bauen. Damit wir dann auch was zum Handeln haben. Wie sieht es hier aus? Ist hier schon jemand da eingezogen? Nee, immer noch nicht. Ach so, das können wir jetzt, fällt mir gerade ein, das können wir ja jetzt hier, glaube ich, in der Stadthalle hier. Nö. So. Wie sieht's hier aus? Ach, die haben den Markt jetzt voll. Ach so, der Markt ist im Prinzip ein zusätzlicher. Das ist im Prinzip die Edelvariante von dem Ding hier, von dem Storage-Barn. Deshalb sind die auch so leer, weil das jetzt alles in den Markt gebracht wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ist doch cool, oder? Ist doch auch geil. So, hier wird noch das letzte Getreide geerntet im Winter. Naja, dann war es ja vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, dass ich hier. Ey, wo ist denn hier meine Statistik? Nee, so. Da war es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich hier die Farmer jetzt gar nicht entlassen habe, sondern die im Winter weiterarbeiten lasse. So, meine lieben Freunde, wir brauchen einen Farmer. Wir haben mittlerweile 66 Kohle, aber nicht besonders viel Eisen. Dann lass uns mal die Produktion hier auf Eisen umstellen. Eine Zeit lang. Dass da ein bisschen Eisen mehr gemacht wird. Oh, guck mal hier, wie viel. Ich könnte doch ein Herbalist rumhörben. Nö, das sammeln wir echt mal mit der Hand ein, oder? Zack, 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 zack. Oder können wir das hier so markieren? Ja, schön.
Wisst ihr, dass die ganzen kleinen Pilzchen hier und das alles abernten? So, sehr schön. So, was ist los? Wo ist der Trader? Wo ist der Trader? Wir erwarten noch sehnsüchtig den Trader. Aber richtig sehnsüchtig. So, Eisenproduktion läuft. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, gut. Nahrung. Wir müssen echt an der Nahrung ein bisschen schrauben. Deshalb bauen wir jetzt auch nichts weiter. Guck mal hier, es reicht fast gar nicht, sein kleines Lager hier. Warte mal. Ein bisschen erweitern hier. Dass wir das ein bisschen größer machen. So. Können wir gleich mal überprüfen hier die anderen Lagerse. Okay, den können wir eigentlich auch noch ein bisschen größer machen. So. Das geht nicht. Hier waren ja auch noch welche. Okay, die sind jetzt nicht gerade überladen. Ist die Schule da, wa? Ah, nee, ist Hospital. Keine Patienten, die sind alle kerngesund. Da wird es, glaube ich, so bald mal Zeit, dass wir da eine Brauerei vielleicht bauen, wa? Was ist denn los mit einer Brauerei? Mal gucken. Bier, Brauerei, Bier, Pilsetten, Taverne. Braut Alkohol und macht die Einwohner glücklich. Ja. Könnte natürlich sein, dass ich jetzt das ja irgendwas. Warte mal, wir gucken mal kurz ins Wiki. Vielleicht braucht der ja irgendeine Zutat, um seine Machwerke da zu machen. Brauerei, Buildings. Nee, nicht die allgemeine. Hier die Brauerei. A, B. Ist noch nicht mal alphabetisch geordnet. Ach doch, Homes and Housings. Also auch nur allgemeine Informationen. Ich brauche die Bar, die Bar, die Bar. Hier Schulen, Storage, Marcus. Ach, hier steht nochmal was dazu, Trading Post. Okay. Ach, scheiße, kein Bock. Lass mich hier einfach die Bar jetzt errichten. Entschuldigung, dass ich scheiße gesagt habe. Wo ist jetzt hier die Sauferei hier. Los, jetzt wird aber gesoffen, meine lieben Freunde. Oh, direkt hier am... Ha, direkt am Krankenhaus. Wäre doch praktisch, oder? Ist das nicht saupraktisch, wenn man das Hospital... wenn man die Kneipe am Krankenhaus bauen? Weil hier... okay, da könnten die gleich lossaufen, wenn sie von der Arbeit kommen. Nö, wir bauen mal die Kneipe so ein Müh hier am Stadtrand. So. Die Taverne, die macht uns glücklich. Ist ja interessant. So, was ist los hier? Trader im Winter gibt's nicht, wa? Alles eingefroren. Alles eingefroren. Da kommt schon mal gar keiner. Wir haben aber hier einen eingestellt, oder? 2 von 6 haben wir eingestellt. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, umso mehr Trader wir haben? Was haben wir hier in Vendor? Ach, vom Marktplatz einer. Da können wir 12 Leute reinhauen. Ach, der trägt, das sind wahrscheinlich auch Leute, die jetzt nur Lebensmittel und Zeug rumtragen. Werden wir den mal hier noch einen definieren. So. Ach so, die Zeit geht, muss ja weitergehen. Die Zeit muss ja weitergehen. Gucken, was hier die Mädels machen. Wir haben immerhin noch 4 Bilder. Wir haben auch genug Stein. Ich bin jetzt mal ganz radikal und jetzt baue ich tatsächlich mal einen schönen Steinweg von hier. Zack. Bis. Oh, der wird aber nicht billig. Bis hier. Und dann noch von hier bis hier. Und von hier bis hier. Oder? So. Und so. So. Dann baut mir mal einen Steinweg. Eisen ist ein bisschen mehr geworden. Klamotten sieht gut aus. Gut, wir werden jetzt mal echt mal mit dem Trader, es dauert ja scheinbar noch 300 Milliarden Jahre. Wir werden mal kurz in die Statistik reingucken. Und zwar in unsere Zukunftsstatistik. Wie sieht es denn in die Entwicklung in 10 Jahren aus hier? Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird irgendwann nach einiger Zeit die Kinderwachstumsrate sinken. Studenten werden steigen, Erwachsene steigen, Population steigt. Aber die Kinder nach
Dingsbumsrate nicht. Guck mal, wie es mit Nahrungsmittel aussieht. Da haben wir eine ganz, machen wir mal eine kurzfristigere Prognose. 2 Jahre. Oh. Das heißt also, wir werden hier im Winter, das ist ja wahrscheinlich Sommer, Winter, Sommer, Winter, Sommer, Winter, wird es im Winter immer so ein bisschen eng werden. Das heißt also tatsächlich, unsere Nahrungsmitteldings ist noch nicht ausbalanciert hier. Das ist noch nicht ausbalanciert. Wenn hier auch kein Trader kommt, dann ist das ja auch doof. Wa? So, meine lieben, lieben Freunde bei YouTube. Junge, das ist aber auch schon eine große Stadt geworden. Seid doch mal ehrlich, ey. Wenn ich da so an manch bösartigen Kommentaren, also nicht bösartig, aber manche Kommentare bei anderen Let's Playern, die dieses Spiel spielen, wo die Leute dann gleich in der zweiten Folge schreiben: Du wirst verhungern, das Ding ist so schwer, du wirst jämmerlich zugrunde gehen. Ich bin nach dem so und so vierten Jahr zugrunde gegangen. Guck mal, ich habe ja jetzt schon 11 Jahre. Ist ja cool. Vielleicht mache ich ja auch alles richtig. Ah, nee, nee. Vielleicht bin ich jetzt auch nur ein bisschen überheblich. Wir müssen immer schön vorsichtig bleiben. Schön vorsichtig bleiben. Alles im Auge behalten. Ist hier jetzt schon Jäger drin? 2 schon. Guck mal, wie wir mal die Jäger hochsetzen, siehst du? Die werden dann im Prinzip verteilt. Die werden verteilt auf die verschiedenen Dinger. Wenn ich sage, deshalb habe ich hier die Einstellung, wisst ihr? Wenn ich jetzt sage, den brauche ich nicht neu besetzen. Wenn ein neuer Hunter gebaut wird, dann kommt der fehlt aus dem anderen Hunter, aus dem anderen Hunting-Kabin und besetzt den. Aber die Insgesamtzahl, 7 von 9, die bleibt immer erhalten oder so. Wisst ihr? Habt ihr verstanden? So, der Hunter kann hier arbeiten. Wie sieht's denn aus mit dem Trader, Leute? Wie lange müssen wir denn noch warten? Wollen wir mal auf 5 gehen wieder? Naja, okay. Und jetzt werden wir sehen, kurz bevor der Winter zu Ende ist, wird unsere Nahrung ziemlich niedrig werden. Feuerholz geht unter, Kohle nehmen sie im Moment gar nicht. Jetzt sammelt er höchstens ein paar Beeren. Jetzt haben wir einen späten Winter. Wir haben plus 1 Grad. Und die Folge ist vorbei. So, wir machen mal wieder ein bisschen langsamer. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es geht gleich weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und es macht mir immer noch nicht einen Müh weniger Spaß als am Anfang. Und das heißt natürlich, dass es noch ein bisschen weitergeht. Es ist ja im Prinzip so, wenn mir das Spiel total Spaß macht, dann sind mir auch die Aufrufzahlen egal, ja, ob das nur Leute gucken oder nicht. Wobei mich das natürlich freut, wenn mir das Spiel Spaß macht und zusätzlich es noch anderen Leuten Spaß macht. Wenn aber das Spiel mir nicht so einen Spaß macht und es interessiert auch die Zuschauer nicht so, dann läuft es halt meistens so langsam aus. Weil ich habe hier so viele Spiele auf Halde, dann ich will ja auch dann wieder neue Spiele spielen und pipapo. Dann bei manchen Spielen zum Beispiel, da kommt dann halt dann nur noch alle 2, 3 Wochen mal eine Folge, wenn die dann, wenn der Hype vorbei ist, mein Hype bei mir selbst sozusagen. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal hier bei Banished. Ich verabschiede mich. Tschüss.